Schön, mal schön, und willkommen zurück zu einer Folge. Bucky hieß aber schön, wir haben Hühnchen auf den Arsch. Aber zuerst spielen wir noch Undertale weiter. Zu Ende, eventuell schon diese Folge, vielleicht. Geh, wer bist du? Freiheit? Was? Päh! Du ziehst an meinem Bein. Was? Es ist eine Box. Vielleicht da, um gepusht zu werden. Können wir die pushen? Nein. Okay, gut, schade. Ihm gehört die Box nicht. Wir können damit auch nichts machen. Ich glaube, in einem früheren Bereich des Spiels kann man was damit machen. Habe ich aber komplett übersehen. Da und vergessen. Ich bin halt nicht gebacktrackt. Ah, hier sind jetzt... Reden jetzt hier von anderen Sachen, die Echo Flowers. Ne, schade. Wäre aber auch zu witzig gewesen. Oder hier vielleicht. Ne. Hier sagen die Echo Flowers auch nichts anderes mehr. Hm. Ist hier in diese Richtung. Das hier war noch von dem Monster Kid. Sagt meine Eltern nichts davon, richtig? Na gut, dann gehen wir in diese Richtung weiter. Ah ja. Dann machen wir mal einen Besuch im Tem Village. Oh yes. Es ist so dunkel, ich kann nichts mehr sehen. Da ist die Laterne! Da ist die Laterne, so, jetzt. Oh, yes, ich kann alles sehen, ich bin unsterblich. Mhm. Krasser Shit, oder? So, dann gehen wir hoch. So. Wo war das Temwilch nochmal? Irgendwo müsste das Temwilch gewesen sein. Na, ich vergesse mal die Position. Haben wir eigentlich hier noch Stats? Ah, wir haben jetzt diese beiden Waffen an. Und... wir haben wirklich nichts aus dem Stick. Die Tem Armor ist verschwunden, nachdem hier. Schon noch irgendwie witzig. War es Tem Village? Ne? Bin ich nicht der Power of Wayfinding? Schade. Ah, hier unten war das Tem Village. Oh, kann ich das immer mal sehen? So. Hoi! Willkommen im Tem Village! Boah! Tem Neuigkeiten gehört! Very good! Boah, Tem Neuigkeiten gehört, very good. Ja, ja, Tem gern gehen frei. Bob, eines der wenigen Tems, die fließend Englisch sprechen können und richtig. Eine sehr schöne Entwicklung, oder? Oh, du fühlst irgendetwas. Ja, ja, das will ich mit Determination. Steht noch irgendwas anderes? War. Wenn Tems auf Oberfläche gehen kann, sehen Menge süße Menschen. So. Jeder geht frei, aber Tem nicht gehen. Tem gucken Ei. Tem wird glücklich vom Büble. Wartet, das war falsch. Es ist immer noch. Es ist so hardboiled. Oh yes. Eis! Das arme Vieh. Sie wartet für jemanden, der sie rauslässt. Aber jetzt fühlen wir uns Hauptsache nicht mehr beobachtet. Okay. Pilstanz, was auch immer es bedeuten könnte. Es symbolisiert meine ungebändigte Glücklichkeit. Die Regentschaft hat mir gesagt, dass sie mich nach draußen transplantieren werden. Warum lächelt's nicht über meinen Tanz? Es fühlt sich schon ein wenig unhöflich an. Sagt jetzt noch was anderes? Ja. Die Augen. Okay. Da steht nichts anderes mehr. Dann gucken wir jetzt in den Tem-Shop rein. Hi, willkommen zum Tem-Shop! Die Tem-Arme könnten wir uns jetzt nochmal holen. Ja, ja. Wir tun auf der Manns. Komm. Dann kaufen wir uns jetzt hier nochmal zum Ende die Tem Flakes. Thanks, Butchers! Ihr kennt ja schon die Sprache Lolcats. Ich würde gern mal da im Internet so jetzt Leute sehen, die fließend Tem-Speak sprechen können. Das wäre. So, dann. Du isst die Tem Flakes. Ja, ja! Dein AP wurde outgemaxed. Was sagt uns jetzt eigentlich Toriel? Entschuldige mich.
Ich wollte jetzt nicht Sincerely meinen, ich wollte sagen Sincerely. Es ist schwer, dieses Handy zu benutzen mit diesen großen Händen. Vielleicht sollte ich Chance fragen, ob er für mich schreiben kann. Oh. Was sagen uns hier bitte? Keine Antwort. Oh. So. Ach, wartet, wir können ja noch anderes machen, so. Hallo sagen. Hi, ich bin Tammy. Bei Tammy Amor. Tam Amor, so gut. Jeder Kampf bekommen easy victory. Tam Ding, wenn du Us Amor battles, könnten dich schwer sein. Aber Tam hat eine Solution. Tam wird Scholarships anbieten. Wenn du verlieren Menge an Battles, wir Preis erniedrigen. So, wenn du durch Schatten Battle nicht durchkommst und frustriert fühlst, kannst Tam Armor kaufen. Aber Tam Armor ist so gut. Promise nur zu benutzen, wenn du wirklich brauchst. Das arme Vieh. Oh, so ein Tam, das hätte ich gerne als Haustier. Ja, ja. Tam hat gute Note in dem Studium. Tam kann tell you eine Menge über Deep History. Ja, ja, Gott, Tam Shop. Oh, die Tams. Boy! Die Viecher, die machen einfach am meisten Spaß zu sprechen. Oh, das Bam-Dude-Bam-Dude. Theme ist jetzt echt schade. Na gut, gehen wir weiter. Es gibt hier noch ein paar mehr Dörfer als das Tam Village. Das heißt, es gibt noch ein Dorf mehr oder so ähnlich. Ich muss gerade einen Schluck Wasser trinken. Die Tam-Stimme ist zwar die am wenigsten wehtut und neben der vom Sans am spaßigsten zu sprechen ist. Hey Kiddo, das ist nicht so gemeint. Aber, ja, trotzdem. Da muss ich schon etwas Wasser trinken. So. Ja. Ich wusste, du könntest es schaffen. Der hat uns noch eine Menge zu sagen. Fluffy Buns, wieso? Okay. Ich erinnere mich nun klar daran. Es war der monatliche Besuch bei der Burg. Und die Königin hatte ihren Teil dazu beigetragen zu den momentanen Events. Nachdem sie ihr Update gefinisht haben, hat sie ihr Mikrofon zum König gegeben. Wie auch immer, sie hatte nicht gemerkt, dass das Mikrofon immer noch in ihrer Hand war, als sie sagte: Du bist dran, Fluffy Buns. Die Zuschauerschaft hat begonnen zu lachen. Realisierend, was sie gesagt hat, hat sie ebenfalls gelacht. Nach ein paar Momenten hat der König endlich seine Arme hochgehalten. Die Menge wurde ruhig. Er hat sich nach vorn gelegt mit einer Stern, was ist Stern? Stern-Expression. Liebe Einwohner, danke, dass ihr heute hergekommen seid. Ich, König Fluffy Buns. Der Rest ist Geschichte. Okay, ist Escor eine Ziege? Ziege? Um ehrlich zu sein, das hat mich an etwas. Toriel hat einmal ein blumenbeschmücktes Momo geworden. Angezogen. Die Leute haben zu ihr gesagt, schöner Mumu. Aber sie hatte gedacht, sie würden sie eine Kuh nennen. Also hat es nie wieder angezogen. Was war nochmal die Frage? Oh, genau, Escor. Er ist eine sehr interessante Art von Monster. Er ist die stärkste aller Monstertypen. Wir nennen sie Bossmonster. So kreativ. Wenn sie ein Kind bekommen, geht die Seelenpower der Eltern in die des Kindes. Was dafür sorgt, dass die Kinder altern, dass die Kinder so schnell wachsen, wie die Eltern altern. Aber Escor hat kein Kind mehr. Er ist jetzt bei demselben Alter festgegangen und wird es wahrscheinlich für immer. Hä? Was, wenn das Kind ein Mensch wäre? Was? Ja, das wird nicht funktionieren. Wenn Escor dein Vater wäre, würde er definitiv länger leben als du. Okay. Escor und Toriel. Oh, ja, natürlich. Toriel war eine Königin und Escor der König.
Es war tragisch, wenn sie gegangen ist. Weil jeder wusste, dass sie das Wahrchen hinter dem Thron ist. Ich weiß nicht, hatten wir schon mal. Ich lese einfach nochmal alle Dialoge von dem Typ mehr durch. Aber es war immer so intensiv. Intensiv, ein Stückchen erleichtern, weißt du? Diese beiden waren zusammen wirklich insufferable. Was wäre das? Nee, keine Ahnung. Hab die Nasen gekuschelt, waren süß und haben in dem Poppy gekuschelt. Haben deren Kinder beschämt. Sie waren so süß, sie haben mich krank gemacht. Gott sei Dank sind diese Tage zu Ende. Du bist fast so schlimm wie die Thunderplane. Und jetzt zu Undyne. Genau, Undyne. Undyne. Sie... Was ist ein Urchin? Keine Ahnung. Sie hat wirklich einen langen Weg hinter sich gebracht, seitdem sie ein kleiner Urchin war. Ich war damals selbst ein Held. Ja, im Gegensatz zu dem, was er wirklich bei, dem Genocide-Modus gesagt hatte, war er mal ein Held. Hat er gesagt, ich war nie wirklich ein Held. Und hier gibt es jetzt zu, dass er mal ein Held war. Gassen! Der Hammer der Justiz! Nee, der Hammer der Gerechtigkeit! Das ist übrigens eine Anspielung an Undyne's Team, das da, Spear of Justice heißt. Also, da bei... Was war nochmal das? Genau, ja, da ist halt Speer der Gerechtigkeit, ihr Theme, in dem normalen Modus. Und in dem, Genocide-Modus heißt ihr Theme, ihr Leitmotiv hier. Wartet, wie war es nochmal genau? Die wahre Heldin erscheint. Das ist jetzt eine Anspielung auf den hier, der halt verneint hatte, jemals ein Held gewesen zu sein. Und halt meinte, dass die wahre Heldin wäre. Das ist dann auch übrigens noch eine Anspielung darauf, dass der Spieler selber halt in dem Genocide-Modus nicht der Held ist, sondern der Antagonist. Naja, weiter hier. Gassen, der Hammer der Gerechtigkeit. Wenn sie jünger war, ist Undyne immer nur hinter mir hergegangen, um mir zuzugucken, wie ich böse Leute verprügelt habe. Einmal hat sie versucht zu helfen, auch wenn die meisten Leute, die sie attackiert hatte, keine böse Leute waren. Es war immer der Postbote oder sowas wie das. Egal, ich war super. Oh Gott, ich gehe weg, seine Stimme macht mir Angst. Pass drauf, so nah auf, Kind. Ich trinke doch gerade einen Schluck Wasser. Die Stimme tut sogar sehr weh. Hier unten war der Fischtyp, oder? Ja, der Schifftyp, nicht der Fischtyp. Boah, der Gassen. Das hat weh getan. Haben wir hier schon alles nachgeguckt? Ich bin mir sicher, gibt's noch Sachen zum Nachgucken. So, du hast uns also geholfen, alle frei zu werden. Ich glaube, ich war wirklich ein Vollidiot dir gegenüber. Ja, Dummy im Sinne von Vollidiot diesmal. Er ist aber ein Dummy im Sinne von Trainingsdummy. Auch ein Wortspiel. It's a pun! Ah, mein Hals. So, hier ist noch der Napster. Was? Ah, nein, hat Hallo gesagt. Dann sag er, ich sage irgendwas Cooles. Mensch. Ich werde es niemals vergessen, wenn du mich angefeuert hast. Als ich es versucht habe, so zu tun, als würde ich schlafen. Niemand hatte jemals so sehr an meinen Fake-Schlaf geglaubt. Also, das ist seltsam, aber was ist dein Name? Jeder weiß ihn anscheinend jetzt, außer mir. Sieht aus, als hätte ich in letzter Zeit eine Menge übersehen. Ja, hier Napster. Luke, der war, glaube ich, gar nicht beim Finale dabei, beim Kampf gegen Ezreal. Ich habe einfach nur zu Hause gesessen und Musik gehört. Und dann war außerhalb des Fensters ein Lichtblitz. Ich habe die Schnecken auf der Farm gesehen, wie sie verschwunden sind. Und dann habe ich ein Klopfen an der Tür gehört. Das Licht wollte reinkommen. Ich habe die Blinds geschlossen. Nun weiß jeder deinen Namen außer mir. Fisk, okay, ich hätte nicht vergessen. Wartet. Ah, okay, hier ist das übrigens, das ist mir jetzt gerade nur so aufgefallen, dass jetzt bei Napster Luke jetzt genauso wie beim Sans, dass der, die das nur in Kleinbuchstaben schreibt. Da bist du also, Frisk Liebling. Guck mal, Dr. Alphys hat meinen wunderschönen neuen Körper komplett gemacht. Und hast du es gehört? Die Barriere ist offen. Ich kann's nicht erwarten, die Sonne zu sehen.
das größte Rampenlicht von allen. Oh, yes. Ich glaube, ich sollte dir auch danken, Darling. Bevor ich dich bekämpft hatte, hatte ich vergessen, wie schön es war, mit anderen eine Performance zu machen. Also habe ich jetzt gesucht nach heißen Talenten. Für meine abkommende Gang. Bis jetzt hatte Chiron mir zugestimmt, mein Backup-Singer zu sein. Und Napster Luke, hier wird mein neuer Soundmixer. Die drei von uns werden zusammen Performances machen. Es fühlt sich wirklich wunderbar an, oder? Ja, so irgendwie. Ich könnte jetzt seine Stimme nicht machen, hier sind noch andere Leute im Haus. Nachher werde ich noch eingewiesen und das wollen wir nicht, oder? Wenn ich eingewiesen werde, dann kann ich das Let's Play nicht beenden. Und wenn ich das Let's Play nicht beenden kann, werdet ihr euch bis zum Rest eures Lebens fragen, wie ich das Let's Play beendet hätte. Also ja, er ist eine Schnecke. Du fragst dich, ob Toriel sie gesehen hat. Oh Gott, da muss ich... Hier, Cellphone bitte. Toriel? Ah, Toriel hat eine Message geschrieben. Sans wird von nun an für mich schreiben. Okay. Ah, hatten wir schon. Warte, jetzt schreibst du vielleicht jeden Raum hier was Neues, oder? Schnecke, Schnecke. Hatten wir das? Das hatten wir auch schon, oder? Ah, mein Hals. Ah. Das tut weh. Das tut sehr weh. Ich hab da, glaube ich, gerade sowas in Kampf oder so. Na gut, Leute, anyway. Dann gehen wir zurück. Dieser kleine Vogel möchte dich auf die andere Seite tragen. Nimmst du das Angebot des Vogels an? Okay, getten wir mal rid of him. Ne, getten wir mal right of... Das sieht so aus, wie ich es mir vorstelle, wenn man ein Pokémon einem Zubat-Fliegen beibringt. Oh Gott, der arme Vogel! Scheiße! Was tue ich dem armen Vieh an? Oh. Dann hier. Wir können jetzt nach Hause gehen und die richtigen Sterne sehen, aber ich weiß immer noch nicht, was die sind. Tja, Kumpel, du wirst es herausfinden. Hier ist dann nichts anderes. So, hier in diesem Raum war irgendwas. Der Ice Cream Typ, genau. Habe ich mich doch dran erinnert. Ah, mein Hals, das. Na gut, egal. Schon interessant hier, nachdem man das Spiel durchgespielt hat, nochmal den ganzen Weg zurückzugehen. So, das fühlt mich mit Determination. Sweet! Okay, das ist noch von der Maus. Da ist Fairy. Drei Gold für die Fähre. Jo. Hip auf! Danke, dass du auf mein Gesicht gegangen bist. Hier sind die drei Gold. Warte, wenn du uns dafür bezahlst, dass wir dir auf Gesicht, dass wir auf dein Gesicht gehen, sind wir dann sowas wie Huren? Egal, darüber brauchen wir nicht nachdenken. Backtracken ist das schönste Tracken. Und wer backgetrackt ist, ist vorwärts nach hinten getrackt. Das ist die wahre Bedeutung von Backtracken. Backtracken, ja, wir sind am Backtracken. So. Dann gehen wir in diese Richtung wieder weiter und dann... Ah, Steine! Ah! Babu! Oh, Babu, zu wenig Mehl. Die alte Frau hat gesprochen, es ist zu wenig Mehl im Haus. Okay. Das sagt noch dasselbe. Und der sagt auch noch... Ich sag ja gar nichts anderes. Wo ist da die Spannung hinter? Wo ist da der Spaß? Ah ja, wir haben jetzt übrigens auch aufgedeckt, wofür dieser eine Werwolf die ganze Zeit die Eisblöcke geworfen hat, nämlich schon den Korb abzukühlen. Vermut mal, dass so eine atomkraftwerkartige Geschichte, dass das schon gekühlt werden muss, um nicht zu exploden. So, mal gucken hier. Es ist vom Inneren abgeschlossen. Und ja, stimmt, hier hatten wir schon alles. Also, wir können doch mal gerade in Sans Raum reingehen. Vielleicht ist da gerade jetzt auch der Hund. Weil es gibt eine ganz geringe Chance, dass hier der Hund in dem Wirbel erscheint. Da habt ihr, ja, ich hab nur zu schnell wegbewegt, aber der war da drin. Ihr habt's gesehen. Und jetzt?
Ihr hört es, Leute. Was ihr hier hört, ihr hört nix. Das ist der einzigste Raum im Spiel, wo abgesehen von dem Dating Start Screen bei Papyrus' Date oder Hangout, wie es nach einem beendeten Genocide bei Papyrus gewesen wäre, das ist ja der einzigste Raum im Spiel, wo es überhaupt keine Musik gibt. Nicht mal am Ende, wo eigentlich das komplette Spiel mit diesem einen Lied gefüllt ist, gibt es hier Musik. Gruselig, oder? Ich weiß, wir gehen lieber raus. Ist hier noch was hinzugefügt? Okay, nee, nichts Neues mehr. So. Oh, hier sind... Oh, stimmt. Ab hier, Leute, werden wir noch die ganze Zeit diese Endogenes, oder wie die heißen, sehen. Naja, gut, aber in der nächsten Folge speichern wir jetzt erstmal. Wir sind jetzt auch fast am Ende von dem Backtrack, von dem Finale hier. Oh, yes. Boah, die Musik, die ist so schillend. Ich könnte den ganzen Tag nur backtracken. Den ganzen, ganzen Tag. Oh, yes. Na gut, ich würde sagen, wir speichern hier und dann beenden wir mal die Folge. Bis dann, Leute. Ciao.